Schön, dass ihr mit dabei seid bei Wir helfen Künstlern. Unser heutiger Gast Willi Auerbach, Zauber, Illusionist und Moderator, wie ich nachlesen durfte. Schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr, von dir mehr zu erfahren. Ja. Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, du bist aus Waldkirch, wie ich gelesen habe. Erzähl mal, also du bist in Waldkirch aufgewachsen. Genau, also ich bin in Waldkirch geboren und dort aufgewachsen, habe dann eine Ausbildung bei der Firma SICK gemacht und bin dann mal für ein paar Jahre nach Offenburg gezogen. Aber inzwischen wohne ich wieder in Waldkirch bzw. in Kollnau seit meinem Studiumende sozusagen. Und du hast mir vorhin mal erzählt, du hast auch studiert. Was hast du studiert? Ich habe Medien- und Informationswesen in Offenburg studiert. Das ist ein Diplomstudiengang und den habe ich dann abgeschlossen mit einer Diplomarbeit im Europapark. Oh, Europapark. Hast du dort auch schon Auftritte gehabt im Europapark? Im Europapark bin ich immer mal wieder engagiert, meistens von Firmen oder Unternehmen, die halt im Europapark Betriebsfest feiern. Und für den Europapark an sich habe ich eigentlich nur während meiner Diplomarbeit ein bisschen gearbeitet. Und Zauberer, Illusionist, habe ich mir als Kind auch immer vorgestellt, nur hat es nicht so geklappt, wahrscheinlich wie bei dir. Wann ist der Gedanke dazu überhaupt entstanden, sowas zu machen und auch beruflich zu machen? Also wie bei den meisten Kindern habe ich natürlich auch mal diesen obligatorischen Zauberkasten bekommen, der aber wie wahrscheinlich bei allen anderen auch im Müll oder in der Ecke gelandet ist. Und bei mir ist der Funke sehr viel später erst übergesprungen. Ich war damals so 15, 16, da bin ich mit meinen Eltern in die Staaten geflogen. Mein Onkel wohnt dort und in Orlando sind wir in ein Zaubergeschäft reingestolpert. Wirklich durch Zufall, das war in der Fußgängerzone dort und da wurden mir ein paar Zaubertricks vorgeführt und das hat so die Initialzündung ausgelöst. Also nicht Siegfried und Roy? Nein, nicht Siegfried und Roy. Also oft ist das so, dass man irgendwelche Vorbilder hat. Hast du auch schon Vorbilder in dem Bereich? Also ich habe Vorbilder, auch im Zauberbereich natürlich, aber die kamen natürlich erst später, weil also ich hatte mich ja vorher nicht mit der Zauberei beschäftigt und in diesem Geschäft ist einfach erstmal die Leidenschaft entbrannt für die Zauberei. Und jetzt hattest du ja im Prinzip weltweit schon irgendwelche Auftritte. Du warst auch schon auf einer Weltmeisterschaft, sage ich das jetzt richtig, in Korea war das. Korea. Ja. In Südkorea hatten wir 2018 bei der Weltmeisterschaft teilgenommen, nachdem wir ein Jahr vorher bei den deutschen Meisterschaften uns dafür qualifiziert haben. Also tolles Ergebnis. Was uns natürlich interessiert, jetzt warst du ja in den Staaten, habe ich gehört, mit deiner Zauberillusion. Vielleicht kannst du uns da mal ein paar Worte dazu sagen. Wir hatten das große Glück, jetzt während der Corona-Zeit von der Sendung Penn & Teller Fool Us engagiert worden zu sein. Und das haben wir aber remote in Deutschland gedreht und waren dann sozusagen mit einer Live-Schalte in dem Studio in Las Vegas zugeschaltet. Und diese Jury, sag ich mal, das war eine wirkliche Fachjury? Das sind zwei Zauberkünstler, die eigentlich auf dem gleichen Level wie mit David Copperfield unterwegs sind, Penn & Teller. Und die laden sich eben aus der ganzen Welt, normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, die Künstler in ihr Studio ein. Und wir hatten das Glück, da eben dabei zu sein. Also ein ganz tolles Erlebnis, Willi. Schauen wir doch gerade mal rein, wie es dir bei dieser Show ging. Keep running and keep falling, let it fade.
Wunderschön. Mich fragen viele Leute, ja, ist der Zauberer, der gute Kollege. Warum hat er denn nicht einfach dieses Coronavirus weggezaubert? Ja, also wenn das so einfach wäre, dann hätte ich natürlich wirklich viele Freunde. Aber leider ist es halt nicht so einfach mit dem Wegzaubern. Mhm. Also jetzt war ja die Pandemie da, hat für dich sicherlich bedeutet, Achtung, keinerlei Auftritte mehr. Wie hast du die Situation gemeistert? Und beschreib mir doch mal die Situation, als für dich klar war, alle Auftritte weg. Also für uns war das ein Riesenschock natürlich erstmal. Wir waren noch in Gran Canaria auf Urlaub, als wir sozusagen die ersten Meldungen mitbekommen haben, dass es dann mit Corona wahrscheinlich größere Probleme geben wird. Und das war schon eine harte Situation, weil dann kamen natürlich sehr viele Anrufe, die ganzen gebuchten Termine wurden dann storniert und das war schon eine spannende Zeit. Ja. Und da redet man ja schon über eine sehr große Verdienstauswahl. Ne? Das ist richtig, ja. Also die Ausfälle waren eigentlich zu 100%, weil in dem Moment kein Mensch mehr natürlich eine neue Show gebucht hat und auch die alten wurden alle storniert. Und dann waren wir eigentlich von einem Tag zum anderen erstmal arbeitslos. Und was hast du aus dieser Situation gemacht? Also ich habe mal bei dir ein bisschen nachgelesen auf deiner Homepage. Gab es denn auch digitale Events dann in Folge, die du gemacht hast? Genau, nachdem wir dann mit dem ersten Schock erstmal davongekommen sind, haben wir uns natürlich Konzepte überlegt, wie wir damit umgehen können. Ich habe eine kleine digitale Show entwickelt, die zum Beispiel jetzt für Firmen-Events oder auch für Privatpersonen in Zoom-Meetings stattfinden kann. Und damit haben wir jetzt doch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Ich habe ein eigenes kleines Fernsehstudio sozusagen bei mir im Zauberatelier aufgebaut und von da hatte ich immer mal wieder Auftritte. Also digitale Auftritte, was bedeutet das für dich als Künstler, der ja eigentlich auch vom Applaus des Publikums lebt? Also es ist natürlich eine ganz krasse Situation, weil man arbeitet einfach vor einer Kamera, bekommt kein Feedback. Es ist natürlich wie Tag und Nacht im Vergleich zu den normalen Shows, die wir als Künstler gewohnt sind. Aber immerhin ist es eine Möglichkeit, einigermaßen im Business zu bleiben und ja, es ist eine Notlösung und ich hoffe, dass sich bald auch die Zeit wieder ändert, dass wir wieder reale, wirkliche Auftritte haben. Tja, wie ich jetzt auch nachgelesen habe, du hast vorhin auch schon toll angesprochen, du bietest ja nicht nur für Geschäfte Veranstaltungen an, private Feiern auch. Richtig, ja. Wir sind auf Hochzeiten, Geburtstagen, alles, was gefeiert wird sozusagen. Und du hast sehr, sehr viel, wie ich auf deiner Homepage gesehen habe, verschiedene Illusionen, die du mal aufgelistet hast. Kannst du für dich schon mal abwägen, wie viele verschiedene Zauberillusionen du im Portfolio hast? Also eine genaue Anzahl kann ich dir im Moment gar nicht nennen, weil es ändert sich ja auch immer ein bisschen. Mal fliegt was raus, mal kommt was Neues rein, aber wir können immerhin abendfüllend spielen. Also das heißt zweimal 45 Minuten auf großer Bühne und da sind schon einige Illusionen vonnöten, um die Zeit gut auszufüllen. Und sicherlich auch viel Vorbereitungen für diese Illusionsshow, wenn du da über die Bühne schwebst. Absolut und natürlich auch ein gutes Team dahinter. Genau, apropos Team, du bist verheiratet. Deine Frau ist auch in diesem Gewerbe tätig, wenn ja, man so sagen kann. Das ist richtig. Ihr seid wie lange schon verheiratet? Wir sind seit 8 Jahren verheiratet und Elena, meine Frau, die ist Burlesque-Tänzerin und ausgebildete Tänzerin. Die bringt auch die tänzerischen Elemente bei mir in dem Programm mit ein und bereichert dadurch natürlich die Show. Was bedeutet für dich das Wort Magie? Ich habe jetzt erst gedacht, ich bringe heute mal so eine Flasche Maggi mit. Wenn man das langsam spricht, kommt man ja auch genau auf das Wort Magie. Was bedeutet für dich Magie? Also für mich bedeutet eigentlich Magie, dass man die Leute auf eine Reise mitnimmt in eine etwas andere Welt, in der die Naturgesetze keine Bedeutung mehr haben, in der man sich so ein bisschen in so eine Traumwelt begeben kann und die Leute vielleicht mal für eine Weile vom Alltag einfach Abstand bekommen. Das ist für mich die wahre Magie. Würde mich mal interessieren, wie macht jetzt ein Willi Auerbach weiter jetzt? Jetzt lockern sich ja langsam wieder die Maßnahmen. Was machst du jetzt gerade? Was sind deine Ziele, deine nächsten Projekte? Genau, im Moment sind wir natürlich noch mit den Digitalshows ganz gut beschäftigt, aber wir schauen natürlich auf die Zeit jetzt schon, wo dann auch wieder reale Shows sind. Das heißt, da treten wir mit Veranstaltern in Kontakt, gerade für diese Kleinkunstabende oder Kleinkunstbühnen, aber auch für Stadthallen, wo wir dann wirklich abendfüllend mit unserer Illusionsshow auftreten können.
Willi, noch eine Frage zu deinem sozialen Projekt, zu deinem Aufruf, den du für heute mitgebracht hast für Wir helfen Kindern e.V. Da geht es ja um das Elternhaus der Kinderkrebshilfe, das ja jetzt neu gebaut werden soll. Immerhin ein Invest von 14 Millionen Euro, das aus privaten Spendengeldern finanziert wird. Du willst heute dazu aufrufen, weil es dir besonders am Herzen liegt. Erzähl doch mal was dazu. Ja, also ich engagiere mich ja normalerweise eher für ferne Länder wie Äthiopien, für die Stiftung Menschen für Menschen. Und ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass man regional Projekte unterstützt. Und gerade die Verbindung, dass eben krebskranke Kinder mit ihren Eltern zusammen sein können, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und deswegen möchte ich dieses Projekt also den Zusehenden hier ans Herz legen. Ja, schön, lieber Willi, dass du heute mit dabei warst. Sehr gerne. Ich habe mich gefreut, dass ich hier sein durfte. Das war Willi Auerbach, Zauberer, Illusionist aus Waldkirch. Und alle nötigen Informationen findet ihr zum Schluss des Interviews auf unserer Seite. Zusätzlich auch alle Künstler, die bei den Interviews dran teilnehmen, unter www.whk-online.de. Wir sagen Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.